Herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen YouTube-Video und ich habe es in dem Video Investment versus Trading schon angekündigt bzw. versprochen, dass ich auf jeden Fall nochmal ein Video vom Daytrading versus Swing Trading machen möchte. Hier geht es heute dann um den Unterschied, was ist eigentlich Daytrading und was ist Swing Trading. Ja, viele wissen nicht ganz genau, wo ist der Unterschied. Ich möchte hier dann es so einfach wie möglich einfach mal erklären, so was sind wirklich genau die wichtigen Unterschiede, die man für sich wissen muss und dann entscheiden kann, okay, bin ich eher der Swing Trader, möchte ich mehr Swing traden oder bin ich dann doch eher der Daytrader? Also die meisten wissen vermutlich, was Daytrading ist, deswegen fange ich mit dem Swing Trading an. Was bedeutet erstmal Swing Trading? Und da möchte ich ganz kurz vorwegnehmen, es hat sehr viele Ähnlichkeiten irgendwo mit dem Investment, ja, was ich im letzten Video dort erzählt hatte. Ich werde es nochmal einblenden, das Investment-Video. Beim Investment ist es ja so, dass wir über einen längeren Zeitraum planen, dass wir am tiefen Punkt kaufen wollen, dann warten wir längere Zeit, dann ist es mehr oder weniger passiv und am höchsten Punkt verkaufen wir wieder. Und beim Swing Trading ist das gar nicht groß anders, außer dass wir natürlich hier in der Regel trotzdem in den Futures handeln. Und hier ist es ja dann schon mal ein großer Vorteil, dass wir kaufen können und später verkaufen können. Oder wir können auch verkaufen, also sprich, wir können auf steigende Kurse und auf fallende Kurse setzen. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied, ja. Und was ist wirklich wichtig? Also, was habe ich gerade gesagt, beim Swing Trading längerfristig, ich schreibe auch längerfristig, nicht langfristig. Das bedeutet, Swing Trading ist in der Regel ausgesetzt auf mehrere Tage oder Wochen. Ganz wichtig, ja, in den Futures, wenn du es nicht weißt, Futures haben ein Ablaufdatum, Verfallsdatum. Sprich, du kannst jetzt hier nicht wie beim Investment über Monate oder Jahre investieren, sondern du weißt, okay, mein Future, in dem ich das Swing Trading machen möchte, hat ein Verfallsdatum. Normalerweise sind es 3 Monate, manchmal ist es auch 1 Monat, deswegen vorher unbedingt gucken, wann ist das Ablaufdatum, dass du da Bescheid weißt, wie lange du investieren kannst. Deswegen ist es nicht langfristig, sondern längerfristig. Hier ist es natürlich Sinn der Sache, was man möchte. Man möchte natürlich am tiefsten Punkt kaufen und am höchsten Punkt verkaufen. Was ist da also eine Voraussetzung, dass wir Trends handeln? Bedeutet, ja, wir steigen hier ein, der Markt steigt, wir gehen jetzt über ein Long-Beispiel und hier steigen wir wieder aus, also über ein Kaufbeispiel. Ja? Wir spekulieren darauf, dass der Markt steigt. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Dann haben wir es außerdem, dass wir natürlich hier irgendwo geringere Gebühren haben als beim Daytraden, weil wir eröffnen eine Position und schließen sie hier oben. Teilweise nehmen wir vielleicht mal Gewinne mit oder kaufen auch mal nach, aber ich sage mal, vom Fakt her ist es so, wir investieren und dann, beziehungsweise wir steigen ein und warten dann Tage oder Wochen ab, um dann wieder auszusteigen. Ja, ganz, ganz wichtig. Das ist vom Swing Trading her. Ganz wichtig, was viele oft verwechseln, ist so, dass man das große Bild beachten muss. Viele sagen auch, ja, du musst beim Daytrading musst auch das große Bild beachten. Was meine ich damit? Beim Swing Trading ist das gerade ganz wichtig, dass du dir einen Überblick machst, wo steht der Markt eigentlich gerade und was ist am Ende das Ziel, wo möchte ich hin? Ich schreibe hier nochmal ganz hin. Großes Bild beachten, weil wirklich, wenn du dich darauf vorbereitest auf einen Swing Trade, musst du am Ende ja wissen, was ist jetzt in den letzten Monaten passiert, Wochen, Monaten, um dann auch wirklich bestmöglich darauf vorbereitet sein, welche Tendenz jetzt hier am wahrscheinlichsten ist. Und das ganze Beispiel geht natürlich auch noch in die andere Richtung, wenn du über Short nachdenkst. Du kannst natürlich auch Swing Trades Short halten. Obwohl man immer sagt, und so ist es halt auch, die Long-Richtung ist natürlich immer die risikoärmste. Short-Richtungen sind häufig risikoreicher, weil es sieht immer nicht gut aus, wenn ein Markt fällt. Ja, das einfach nur mal vom Fakt dazu. Okay, gehe ich hier hoch, jetzt zum Daytrading. Das sagt der Name schon, Daytrading. Was könnte es jetzt sein? Natürlich, dass man kurzfristig handelt. Und wie es der Name schon sagt, Daytrading, ist es so, dass Daytrader morgen die Position eröffnen und spätestens am Abend die Position wieder schließen. Sprich, sie sind immer nur einen Tag investiert. Und deswegen ist hier oben nochmal ganz wichtig, hier, das habe ich schon fast vergessen, aber wirklich ein wichtiger Punkt, hier musst du die Overnight Margin immer mitrechnen. Die Overnight Margin, also sprich, dass du eine Position über Nacht hältst, ist ja deutlich höher als die Intraday Margin. Das bedeutet, du kannst hier nicht mit so großen Positionen handeln, wie als Beispiel jetzt im Daytrading, weil du musst ja eine gewisse Kontogröße haben und das musst du natürlich unbedingt mit einrechnen, wie groß kann deine Position sein für einen Swing Trade. Dann, hier ist es genau umgekehrt, wir können größere Positionen traden, weil wir die Overnight Margin nicht haben und wir müssen dann nur mit der Intraday Margin rechnen. Hier ist es natürlich so, dass wir auch mehr Gewinne am Ende erzielen können, weil wir, wie das habe ich auch im Investment-Video schon gesagt, natürlich auch mehr Bewegungen traden können. Wir haben vorhin gesagt, hier ist es so,
Wir steigen hier ein, hier wieder aus, hier ein und hier wieder aus. Und beim Daytrading ist es natürlich wieder so, ne, das hatte ich im letzten Video auch schon gezeigt, wir können im Grunde, ja, der Swing Trader startet hier und hier, steigt er wieder aus. Wir steigen hier ein, hier aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Ja, nur von der Theorie her. Diese Möglichkeiten haben wir, dadurch können wir natürlich deutlich höhere Renditen, deutlich höhere Gewinne erzielen. Und jetzt sind wir nämlich auch schon bei dem Punkt, ich hatte es hier oben auch geschrieben, dass wir als Swing Trader natürlich auf Trends warten, damit wir einen guten Gewinn erzielen. Beim Intraday Trading ist es so, dass wir nicht auf Trends angewiesen sind, sondern wir können am Ende ganz entspannt Trends plus Ranges traden. Also ein Trend ist das hier, ne? Ich hoffe, du weißt das. Und eine Range wäre im Grunde eine Seitwärtsbewegung. Ja, für uns ist das völlig egal, weil wir ja jeden Tag investieren. Wir könnten im Grunde, wirklich wieder nur Theorie her, wir könnten im Grunde diese Bewegungen hier traden. Und während ein Swing-Trader die ganze Zeit in seiner Position sitzt und denkt, shit, hier passiert nicht viel, ich mache im Moment gerade kein Geld. Und wir können im Grunde dann auch immer wieder neue Positionen eröffnen. Wir können unser Geld dann nehmen, was wir verdient haben, dann auch eventuell höher skalieren. Wir können in andere Märkte gehen. Und beim Swing-Trading, genau wie es beim Investment ja oft ist, wir sind mit einem gewissen Kapital drin, mit einem gewissen Risiko. Und ja, das haben wir dann in der ganzen Zeit, wo wir im Swing sind, nicht mehr zur Verfügung. Dann natürlich, wie ich es oben schon gesagt habe, du hast hier keine Overnight-Margin, sondern du hast nur die Intraday-Margin. Die ist natürlich deutlich geringer. Dadurch kannst du größere Positionen handeln und dadurch natürlich auch wieder höhere Renditen erzielen. Ja, aber das denke ich mal, habe ich ja gerade schon gesagt. Dann ist hier halt noch ganz wichtig, und zwar, dass ich habe ja eben gerade gesagt, das große Bild beachten beim Swing Trading, was im Day Trading natürlich, ich schreibe einfach mal großes Bild, ich mache es aber in Häkchen, das große Bild ist natürlich auch interessant, einfach zu wissen, wo stehen wir gerade. Aber wenn du jetzt weißt, okay, im Intraday passiert das, wie wichtig sind am Ende die Monate oder viele Wochen, viele Monate. Das ist nicht ganz so entscheidend, sorry, wie das, ich nenne es einfach, ja doch, ich mache es auch wieder ein Häkchen. Ja, das kleine Bild ist viel wichtiger. Schau die letzten Tage, den letzten Tag und vor allem, was ist heute schon passiert und womit ist heute zu rechnen. Ja, wir als Volume Trader haben da natürlich einen riesengroßen Vorteil. Außerdem kombinieren wir nicht nur das Volume Trading, sondern am Ende auch das komplette Marktverständnis. Ein riesengroßer Vorteil, dass wir beide Dinge miteinander kombinieren, macht sonst auch gar keiner. Weil wir einfach genau wissen, wie tickt der Markt, was macht der Markt. Wir verstehen den Markt und nutzen am Ende diese Vorteile dann für uns. Ja, also wir beachten das große Bild. Aber viel wichtiger ist hier das kleinere Bild zu beachten, denn wir handeln heute und dafür ist auch wichtig, ja, mir reicht es, wenn ich diesen Weg hier schon mitnehme, ja, würde mir das schon, wenn ich mit einer guten Lot Size trade, würde mir das im Grunde schon für meinen Tag reichen. Das ist völlig egal, ob wir jetzt in einem Long Trend auf Monate gesehen sind oder am Ende, ob wir jetzt uns gerade seit 2-3 Tagen in der Range befinden. Ja, das ist halt ganz wichtig, das unbedingt zu verstehen. Ja, okay, das am Ende. Ja, jetzt zum Vergleich Daytrading, Swing Trading. Ich habe dir die Vor- und die Nachteile genannt. Du kannst selbst entscheiden, was bist du eher. Ich habe früher mir auch mal mit Swing Trading was gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, 90%, 95%, 98% meiner Trades ist alles Daytrading. Ja, weil ich möchte gerne morgens eröffnen und abends spätestens wieder schließen. Bei mir ist es aber oft so und auch bei den meisten meiner Schüler und bei meinem Team, dass wir in der Regel maximal 2-3 Stunden handeln. Oft ist es aber eher so, dass wir ja, halbe Stunde, Stunde und dann sind wir auch schon wieder fertig, weil wir am Ende auf die gute Situation warten. Wir erkennen die gute Situation, wir handeln sie und sagen nicht am Ende, oh, ich muss jetzt hier aber 8 Stunden voll kriegen. Ja, ich bin ja schließlich Trader. Das muss auf jeden Fall so laufen. Nein, ein echter Profi macht das so nicht, sondern weiß ganz genau, wir warten auf den dicken Fisch, holen ihn uns und machen dann wichtige Dinge. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest einiges an Mehrwert rausnehmen. Gib dem Video auf jeden Fall auch ein Like, wenn es für dich ein Mehrwert war. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Und vergiss nicht, wie immer, mir bei Instagram zu folgen. Ich wünsche dir was. Bis dann. Ciao.